Hallo und herzlich willkommen zurück. Upsala. Zu Diablo 3. Wir machen weiter. Ja, ich habe mir gerade eben noch das Spiel Düsseldorf gegen Hertha angeguckt, was eben so 29 Nachspielzeitminuten noch gedauert hat. Krasse Scheiße auf jeden Fall. Ah, Banner anpassen. Ich kann sogar einen Banner nehmen? Cool. Egal. Ups. Achso, ja, Karriere. Warte mal, Moment mal. Naja. Spiel fortführen, ne? Man soll auch schon irgendwo das Richtige draufdrücken, ne? Naja. So, wir machen nochmal drei Parts und dann gehe ich erstmal pennen eine Runde. Schlafen, weil morgen Schule und das sei nicht sehr schön. Naja. Aber schon der Ladebildschirm. Oh, und ich bin hier wieder. Okay, bin hier wieder. Oh, ich diese Stimme von ihm vermisst habe. Gut, wir sind wieder hier. Ich schätze mal, Dungeon-like und so wird alles geändert worden sein, weil das ist typisch dann für Diablo, dass die gesamte Welt allgemein... Wow, warum ruckelt's gerade? ...anders ausschaut und es ruckelt gerade extrem. Warum ruckelt es? Vielleicht zu viele Gegner? Ja, jetzt sieht es ja besser aus. Waren wohl zu viele Gegner gerade auch unterwegs gewesen. So, wir müssen ja die, ne, die Krypten brauchen wir nicht. Wir müssen eigentlich jetzt den Altar... Zum Friedhof müssen wir hin. Okay, wir sind ja im Friedhof. Aber ich muss manchmal mal ein bisschen hier umgucken. Oh. Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Okay. So, hier oben waren wir ja noch nicht. Die anderen beiden haben wir schon durchsucht. Und wenn die Welt jetzt halbwegs gleich geblieben ist, dann würden wir ja rein durch jede Menge finden. Hoffen wir zumindest. So. Wir müssen nämlich immer noch die Krone finden, von der ich keinerlei Ahnung habe, was sie uns bringt. Aber ja gut, das ist ja nicht so schlimm. Können wir mal mit Decky nachfragen, aber allgemein mit Decky mal reden. Ich habe meine so ein paar Dialoge offen. Das werde ich auch auf jeden Fall tun. Allerdings erst, wenn ich wieder da bin. So, nebenbei, ich habe schon ein paar Parts Diablo gerendert, natürlich. Und ich weiß mal, eine schöne Vorfreude ist, das Spiel ist sehr klein. Ups, war ja was? Das Spiel ist sehr klein. Gerade mal so um die 100 Megabyte groß, sehr geil. Das heißt, wir können einiges davon hochladen und das auch noch so richtig gut. Ja, ich kann es gut planen. Hör, wo kommst du her? Alter Schwede, die nerven die Drecks-Typen, ey. Also weiß ich, ich kann so doof abhauen und zweitens also nicht mit meinen Hunden kämpfen. Also einerseits ist natürlich schön, dass das so klein ist, das Video. Aber es gibt einen Nachteil. Und zwar, ja, das Rendern dauert halt ewig. Das mag jetzt für euch nicht so relevant sein. Für mich aber ein bisschen schon, weil es dauert so knapp 2 Stunden. Geht schon in die Richtung, da war es damals noch. Der Kopfweiher ist allergeilste. Schrein der Gunst.
Naja, wie gesagt, das Rendern dauert halt seine Zeit, aber das Hochladen, das wird irre schnell gehen. So, und die Frage, wie ist halt die Qualität so ungefähr? Ich habe natürlich mir das Video mal angeschaut, zumindest die ersten beiden Parts, die ich gerendert habe. Und ich kann sagen, die Sounddateien sind soweit völlig in Ordnung. Ich weiß natürlich nicht, wie sie sich auf YouTube anhört. Weil YouTube spielt da noch so ein bisschen komisch rum. Aber ich schätze mal, das dürfte auch vom Sound her dürfte super passen. Falls es nicht so ist, bitte schreibt es mir. Dann werden wir das nach Möglichkeit ändern. So, wir müssen so irgendwo mal hier... haben wir denn nicht schon geholfen? Grabräuber haben mein Ringt, meine Knopf... das haben wir doch schon. Ach, dann ist es nicht gespeichert gehabt. Okay, dann machen wir es halt nochmal. Da muss ich mir mal am Kopf nageln, dass... Schnauze. Da muss ich auch mal am Kopf fassen, dass wir nicht immer... also dass die Welt auf jeden Fall immer neu generiert wird. Weil in der Krypta, wo wir reingegangen sind, sind wir im letzten Part eindeutig nicht reingegangen. Aber gut, so kriegen wir noch ein bisschen mehr EP, umso besser. So, next one. Gehen wir mal in die Richtung hier, besser ist das. Blöden Skelette da, ey. Meine Fresse. Was ich richtig toll finde, ist halt nicht, dass mein Vater mich jetzt so zwischendurch nervt, sondern dass er einfach mal die Tür offen lässt. Ich komme rein. Was machst du denn gerade? Ich bin hier am, ne? Und dann, ja, ich lasse die Tür offen. Nein. Ich will nicht, dass man meine Eltern hört, während sie, keine Ahnung, reden, Film gucken, was weiß ich. Das will ich eigentlich nicht. Den Weg, Bursche. Die Geister segnen mich. Ja. Und wir haben eine neue Fähigkeit erhalten. Da will ich sowieso demnächst ein bisschen noch mehr drauf gucken. Weil das Blastrohr macht derzeit ein bisschen wenig Schaden. Das war F1. Was ist denn eigentlich F1? Sie sind zusammen in das unbekannte Land gegangen. So, haben wir nochmal die Quest erfüllt. Warum auch nicht? So, mal gucken. Was haben wir denn jetzt hier? Für jede Fähigkeit gibt es 5 Runen. Okay. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Rune, um Ihre Fähigkeiten einzusetzen. Splitter, schießt mehrere Giftpfeile auf das gleiche Ziel ab. Nehmen wir. So, wir haben ja das hier, wir haben Fledermäuse. Ruft einen Schwarm voller Fledermäuse herbei. Können wir uns ja mal angucken. Also ist ja nicht so, dass der Teil ist von wegen, läuft nicht. Und hier Friedhof der Fallen. Die Krone ist nicht hier. Ich werde in einer anderen Krypta suchen. Ja. Ja, super. Ich habe so das Gefühl, wir werden natürlich jetzt hier, wie sieht's, wir die falsche Krypta finden. Oder also reisen wir schneller. Bisschen eine zweite Krypta. Ich gucke jetzt nochmal ein bisschen, da unten war auch noch einer, ne? Hier so. Oder? Nein. Also nur 3 Krypten, immerhin. Also da unten in der Ecke ist sie nicht. Ist doof. Die heißen natürlich alle gleich. Oder ist, geht's da oben dahin? Da oben wollte ich noch nicht gucken. Nein, das ist abgeschlossen. Okay. Also es ist einer von den 3 Krypten. Ich würde dann einfach mal sagen, geh mal hier hin. Wehe, das ist nicht.
Zeitweise kann ich mein Inventar mal kurz durchstöbern. Och. Okay, ja. Guck mal leider mal nach. So, und schauen wir uns unsere neuen Fähigkeiten an. Vor allem unser Giftpfeil haben wir erweitert mit einer Rune. Boah, geil. Boah, puh. Das ist genau das, was eigentlich mir gefehlt hat. Ich habe bisher recht wenig Schaden damit gemacht. Aber jetzt schieße ich ja drei Stück oder so. Muss mal die Fledermäuse an. Oh. Doch, das ist auf jeden Fall eine nette Attacke. Wie gesagt, ich kann darüber nicht ganz so urteilen. Sah aber so wie eine Flächenangriff-Attacke aus. Weil allgemein Flächenangriff-Attacken sehr hart sind. Oh, wie geil. Das sieht aber echt cool aus. Cool. Boah, das Spiel begeistert mich. Einfach, weißt du, guck mal. Hier, guck mal, da fällt einfach so was raus und dann kommen da zwei Skelette raus. Das ist geil, sowas gibt's doch gar nicht. Das ist, nee, es ist schön. Bitte mehr von sowas. Das ist schön. Wenn es auch ein bisschen animierte Spielwelt ist. Ah, okay, muss ich ein bisschen näher dran sein. Kein Problem, kriegen wir hin. Ja, kommt, ihr Pisser, ey. Hat schon ein bisschen etwas wie so eine Art Feuerwand. Macht ja auch sein bisschen Angriff, macht das schon. Also. Ne, doch, Mana verliere ich, weil es kommt die ganze Zeit so vor, als ob ich kein Mana verlieren würde. Bam, Teleporter hat nichts in ist, Kollege. Was auch schön ist, die Tränke stapeln wir jetzt mittlerweile. Statt sie im alten Diablo immer noch alle auf einmal so, ja, nacheinander zu tragen. So, hoffentlich ist hier Monster? Ja. Ist diese verkackte Krone, weil. Ich würde gern weitermachen. Oh, wie geil! Ich kann nicht mehr tragen. Alles klar, jetzt wird's hart. So, machen wir das Ecke hier raus. Ich trage zu. Nefas, das Schicksal, das ist das denn, ey? Wir haben ja, es war, er hat schön gesplittet. Gut, wir müssen ausmisten. Ja, mein Inventar ist voll, ich weiß. Kann man wegschmeißen. Wir müssen einfach gar nicht brauchen, so einen Bogen oder so. Nehmen wir ihn hier mit. So die wichtigen Sachen mitnehmen. Die Sachen, womit wir möglicherweise anfangen können. Ah, der alte Sound, wenn man Neben- oder Mana hat. Sehr schön. So, ist jetzt hier auch die Krone oder ist sie hier auch nicht? Hier ist Gold. Gold sein immer gut. Ah, klasse, ey. Nehmen wir die Axt hier weg und nehmen die mal mit. In dieser Krypta ist die Krone nicht zu finden, glaube ich. Glaubst du? Also ich bin's wieder, Tatsache. Immer das Letzte, ne? Also die da, die hier, okay. Wir müssen erstmal zurückgehen. Nach Neu-Tristram. Bisschen mit dem Händler aber zum Verkaufen hinstellen. Und dann mal mit den Leuten hier ein bisschen zu reden. Ich habe das letzte Mal, als ich. Obwohl, warte mal, bevor ich mit ihm rede, gucke ich lieber mal nach, ob ich von den Sachen gut gebrauchen kann. Also Nahkampfwaffen erstmal nicht. Das ist schon mal viel, viel besser. 5 Vitalität, Halbkugelgewehren und mehr Leben. Ah, das. Gut, da tippen wir. Ja, warte mal, was gibst du? Angriffsgeschwindigkeit um 3 erhöht. Ja, okay. Und 2 erhöht. Da bist du ja schon mal deutlich besser.
So, was haben wir noch? Mal gucken. Den haben wir noch. Regeneriert 2 Leben pro Sekunde. Heilkunde gewähren plus 21 Leben. Da ist die Regeneration mit aber deutlich wichtiger. Kurze Sekunde.